Offen für Flirts. Tommy bekommt viele Nachrichten. In der diesjährigen Staffel von Temptation Island VIP stellten Tommy Pedroni und Sandra Sicora, 30, ihre Beziehung auf den Prüfstand. Jedoch ohne Erfolg. Nachdem der gebürtige Franzose mit ansehen musste, wie seine Liebste viel Nähe mit einem Verführer zuließ, folgte das Liebesaus der beiden TV-Bekanntheiten. Doch wie sieht es bei dem Reality-Sternchen mittlerweile in Sachen Liebe aus? Tommy hat zumindest so einige Verehrerinnen, wie er Promiflash verrät. Ich kriege sehr viele Nachrichten, die meisten sind von Frauen, gibt der frisch gebackene Single gegenüber Promiflash ganz offen zu. Die versuche er zu beantworten und freue sich darüber, dass sie Kontakt zu ihm aufnehmen. Jedermann freut sich, Nachrichten von Frauen zu bekommen, erklärt Tommy. Gleichzeitig habe er jedoch auch Probleme, wieder jemandem zu vertrauen. Ich wäre bereit, es zu versuchen, aber ich weiß, dass es schwierig ist, gibt der TV-Star zu. An Dating-Shows teilzunehmen habe Tommy allerdings großes Interesse, wie er zuvor gegenüber der Bild zugab. Ich bin jetzt wieder Single und ich denke, ich habe genug durchgemacht, erklärte er. Insbesondere das internationale Format Too Hot to Handle habe es ihm angetan. Și visul meu nu are limite, no. Zboară peste tot, gândește limpede. Mă îndrumă după cum îmi pun în minte toate gândurile. Să fac totul ca la carte, să rup rândurile. Că poate azi nu, dar mâine sigur nu-i la fel. Trage de mine caracterul meu de fier. Că baie ploaie, vând niciun curcubeu. Dar ci că toate astea doar în capul meu. Și zice du-te, nu mai sta. Tu chiar nu vezi cât ai întârziat deja. Aruncă-ți toate visele într-o geantă și pleacă. Grăbește-te că trenul ăsta nu așteaptă. Dar eu știu deja că vreau cu totul altceva.